Die GTA-Community ist gespaltener denn je. Auf der einen Seite haben wir die PS4 bzw. Xbox One und den PC. Und auf der anderen Seite haben wir die PS5 und die Xbox Series. Und inzwischen liegen zwischen diesen beiden Versionen doch einige Unterschiede. Wir haben auf den Next-Gen-Konsolen die Tiere. Wir haben eine verbesserte Grafik und 60 FPS. Wir haben die HSW-Upgrades, welche deutlich schnellere Autos zur Folge haben. Wir haben exklusive Fahrzeuge, zum Beispiel den neuest erschienenen Park Ranger. Wir haben den Karrierebilder, mit dem man sich eine Karriere aufbauen kann, wenn man mit dem Spiel neu anfängt. Wir haben mehr Tuning, HSW, aber auch Chamäleon-Farben. Wir haben Kleidungsstücke, die exklusiv sind, zum Beispiel die ganzen HSW-Kleidungen. Und wir haben auch GTA Plus mit der 100er-Garage, mit dem Winewood Club, mit einigen exklusiven Kleidungsstücken und so weiter und so fort. Und mit jedem Update wird diese Liste irgendwie anscheinend länger. Aus diesem Grund stellt sich natürlich immer wieder die Frage, sollte man die Hoffnung auf eine GTA Remastered-Version auf dem PC aufgeben oder besteht da wenigstens noch so ein bisschen Hoffnung? Dass Rockstar Games kein sonderlich großer Fan von der PC-Version ist, das sollte, glaube ich, jedem klar sein. Spätestens nachdem GTA 6 ebenfalls nur für die neuen Konsolen angekündigt wurde und nicht für den PC. Aber ist das denn jetzt so neu? Naja, bei Red Dead Redemption 2, bei GTA 5 und so weiter und so fort war es immer genauso. Kein PC-Support bei Release. Und trotzdem hat der PC einige Monate später dann das fertige Spiel bekommen. Aber was ist denn jetzt mit GTA 5 Online? Warum gibt es solch einen riesigen Content-Unterschied zwischen dem PC und der Current Gen? Dass die PS4 oder auch die Xbox One nun mal an die technischen Grenzen stößt, das ist, glaube ich, jedem klar. Denke ich zumindest. Und dass man damit auch einige Dinge nicht veröffentlicht, wie zum Beispiel HSW oder Tiere, das kann ich ja nachvollziehen. Und ich glaube, da gibt es auch wenig Diskussion rum. Ich meine, wenn man jetzt auf der PS4 unterwegs ist und mit ganz viel Glück mal seine 25 FPS schafft, dann ist man ja schon happy. Tiere und HSW-Upgrades würden dann diese Grenze noch einmal sprengen, denn bei Tieren muss einfach so viel mehr geladen werden und auch bei HSW ist man einfach deutlich schneller unterwegs und damit muss dann auch die Karte deutlich schneller geladen werden und so weiter und das schafft einfach sowohl die Festplatte als auch die restlichen Hardware-Komponenten der PS4 und auch der Xbox One einfach nicht mehr. Die Diskussion hatten wir auch schon damals, als Caio Perico ins Spiel kam und dann durch Leaks rausgefunden wurde, dass er eigentlich die Insel von Caio Perico in die Open Lobby kommen sollte, allerdings dann das Ganze abgebrochen wurde, weil die Xbox One damals einfach nicht genug Leistung hatte. Wäre das Spiel nur für die PS4 gekommen oder nur für die Next Gen, dann wäre Caio Perico auch in der Open Lobby gewesen. Aber jetzt das Ganze dann nochmal für die Next-Gen-Konsolen, beziehungsweise ich sage immer Next-Gen oder Current-Gen, ihr wisst, was ich damit meine, ja, damit meine ich immer die PS5-Version, dass man das da jetzt nochmal im Nachhinein in die Open Lobby bringt, das ist einfach zu viel Arbeit für Rockstar Games, die sich einfach nicht lohnt. Aber ich schweife hier schon wieder ab. Also, es ist klar, dass die PS4 und die Xbox One einiges dieser Sachen leistungsmäßig einfach nicht packt. Aber warum bekommt der PC dann diese Option nicht? Denn warum ist der noch mit der All-Gen in einem Topf und nicht mit der Current-Gen? Denn gut genug sollte er ja eigentlich sein. Das Interessante ist vor allem, dass damals, als Rockstar Games die GTA Remastered Edition vorgestellt hatte, am 11. Juni 2020, Rockstar Games auch davon gesprochen hat, dass auch der PC diese neuen Updates bekommt. Doch was ist passiert? Tja, bis heute nichts. Dadurch, dass Rockstar Games mit dem neuesten Update, mit dem Chop Shop Update, weitere Funktionen ins Spiel gebracht hat, welche ebenfalls exklusiv für die Current-Gen-Konsolen sind, also Tiere, die Tierjagd, die Park Ranger, Fahrzeuge und so weiter und so fort, gehe ich auch nicht davon aus, dass ein GTA E&E Release kurz bevorsteht. Frühestens im Sommer können wir also dann mit einer Änderung hoffen und hoffen, dass Rockstar Games das Ganze noch ins Spiel bringt. Allerdings hätten wir im Sommer auch schon ein halbes Jahr bzw. ein Jahr bis zum geplanten GTA 6 Release. Und ich weiß nicht, ob sich das da noch so lohnt. Auf der anderen Seite hat Rockstar Games im Dezember den GTA 6 Trailer veröffentlicht und kurz danach ein ungewöhnlich gutes Update veröffentlicht. Also man muss schon sagen, in der Entwicklung der letzten Jahre wurden die Updates ja immer kleiner und auch deutlich schlechter. Aber jetzt mit dem Winter-Update haben wir ein Update bekommen, was gar nicht mal so klein ist und was vor allem extrem guten Content bietet. Auch im Drip-Feed. Ich meine, wir haben noch einen unveröffentlichten Klackenbell-Heist, sehr coole Fahrzeuge, wir haben 5 sehr nice Schrottplatz-Heists und
und so weiter und so fort. Also Rockstar Games hat hier schon wirklich einiges sehr, sehr Cooles ins Spiel gebracht. Wir haben noch Drag Races, wir haben diese Driftrennen bekommen. Also es ist schon sehr, sehr viel guter Content in diesem Update gewesen. Warum hat Rockstar Games das gemacht? Naja, nachdem sie den GTA 6 Trailer gedroppt haben, sind natürlich viele Spieler, die früher mal GTA gespielt haben, wieder zurückgekommen und haben nochmal GTA Online angeschmissen, weil sie einfach auch für die Nostalgie oder so das Ganze wieder einmal spielen wollen. Und wenn sie dann direkt sehen, oh, warte mal, das wird ja immer noch supported, wir haben hier ein richtig gutes, großes Update bekommen, dann freuen sich natürlich diese Spieler und spielen dieses Spiel auch wieder aktiver. Und das Gleiche könnte natürlich passieren, wenn der zweite Trailer von GTA 6 erscheint und dann im Sommer oder wahrscheinlich eher im Herbst der zweite Trailer kommt und Rockstar Games direkt danach ein großes Update zumindest mal für den PC rausbringt. Zumindest könnte man so argumentieren. Ich halte das persönlich für eher, naja, wie soll ich sagen, eher unrealistisch, denn solch ein Update wäre zwar groß für den PC, aber der größte Teil der Community spielt nun mal auf Konsole, beziehungsweise genauer eigentlich auch auf PlayStation. Und die haben natürlich nichts davon. Und deswegen wäre das wiederum eher ein Kontraargument. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass die GTA E&E irgendwann mal mit einem anderen Update zusammen ins Spiel reinbringen. Im Sommer zum Beispiel, dass sie sagen, so, das und das ist neu, es gibt nur ein Heiß, neue Autos, was weiß ich. Und der PC bekommt jetzt auch GTA E&E. Allerdings hat Rockstar Games wohl auch erkannt, dass der größte Teil der GTA-Spieler wohl auf dem PC RP spielt und nicht GTA Online. Ich meine, geht mal allein auf Twitch in die GTA-Kategorie, da spielt kaum jemand GTA Online. Eigentlich die meisten nur noch GTA Roleplay. Und aus diesem Grund haben sie ja damals auch 5M gekauft und pushen halt in die 5M, in die RP-Szene rein. GTA PC steht nun mal für Modding. Im Positiven, aber eben auch im Negativen. Im Online-Modus eher fürs Negative, im Story-Modus und bei RP eher fürs Positive. Und dementsprechend glaube ich, dass Rockstar Games sich eher mehr auf die RP-Szene am PC fokussiert. Sie haben ja auch auf Twitch diesen großen Twitch-RP-Monat rausgebracht gehabt vor einiger Zeit, wo sie sehr, sehr viel Geld investiert haben und so weiter und so fort. Also ich glaube, hier ist ganz klar, dass Rockstar Games auf dem PC andere Prioritäten hat als GTA Online. Passend dazu hat jetzt auch ein Ex-Rockstar Games-Entwickler ein sehr interessantes Video veröffentlicht und dort versucht zu erklären, warum denn Spiele bei Rockstar Games immer erst später auf dem PC erscheinen. Und zwar geht er davon aus, oder sagt er, dass auf dem PC das Spiel die maximale optische Qualität haben muss. Es muss einfach gut sein. Das haben wir auch damals gesehen bei dem Sprung von der PS4-Version auf die PC-Version. Das waren ja wirklich Welten. Und die Priorität ist natürlich am Anfang von einem Spielrelease eher darauf, was sich am besten verkauft. Und das ist einfach die PlayStation. Bedeutet, als allererstes wird ein Spiel für die PlayStation entwickelt, dann wird das Ganze für die Xbox übertragen und für die Xbox optimiert, weil das relativ schnell geht. Und dann hat man schon mal so eine Version fertig für die Spieler, die eben auf den Konsolen spielen, und das ist nun mal der größte Teil. Und wenn man dann irgendwas das Game auf der PlayStation fertig hat und es ordentlich läuft, dann wird das Ganze erst für den PC angefangen zu optimieren. Denn auf dem PC-Port soll eben das Spiel die maximale Qualität haben. Bedeutet, bessere Grafik. Zum Beispiel in GTA hat man sehr, sehr krass mit dem Nebel- und Wettereffekten gesehen. Und der PC ist nun mal leistungsmäßig deutlich besser und damit ist auch die Hardware besser und damit kann man natürlich auch bessere Effekte ins Spiel bringen. Also eigentlich kann man unterm Strich sagen, das Spiel kommt nicht für die Konsolen früher raus, sondern das richtige Spiel kommt erst für den PC, aber wenn das Spiel noch nicht 100% fertig ist, sondern eben nur 99 oder 98%, bringt man es schon mal früher für die Konsolen, um schon mal Geld zu machen, um die Leute einfach schon mal zu hypen, was weiß ich. Jetzt stellt sich also abschließend unsere Frage, besteht denn noch Hoffnung auf eine GTA Remastered-Version auf dem PC oder nicht? Und ganz ehrlich, Leute, ich glaube, von diesem Gedanken müssen wir uns leider verabschieden. Denn wenn sie ursprünglich geplant hatten, auf dem PC GTA E&E rauszubringen, aber es immer noch nicht veröffentlicht haben, ganze 4 Jahre später, dann wird das, glaube ich, auch nicht mehr kommen. Nicht mehr ein Jahr, bevor sie GTA 6 releasen. Das würde in meinen Augen wenig Sinn ergeben. Aber was denkst du? Besteht noch Hoffnung oder sagst du, ey, vergiss es, ey, ich spiele nur noch Konsole, beziehungsweise ich spiele RP und das ist gut. Oder ich bleibe halt in GTA Online auf dem PC, aber hab dann halt nicht die neuesten Features. Schreib mir deine Meinung auf jeden Fall mal in die Kommentare und ich denke, spätestens jetzt mit der Ankündigung, dass GTA 6 nur für die PS5 beziehungsweise die Xbox Series erscheinen wird und nicht für den PC bei Release, werden sich sowieso viele Leute noch eine Playstation
PlayStation zulegen. Und warum dann jetzt noch ein Jahr warten? Man kann sich dann auch einfach jetzt schon die PS5 gönnen und dann kann man auch jetzt noch ein bisschen GTA Online, ENI zocken, was in meinen Augen ein gigantischer Unterschied ist. Also wenn man mal PS4 spielt und dann auf PS5 wechselt, also das sind wirklich Welten. Zum Glück muss man ja auch nicht von vorne anfangen, wir können einfach den Charakter aus der PS4 übertragen, wir können uns einfach einen Money Boost holen, dann haben wir natürlich direkt am meisten Geld und direkt einen guten Start, oder es gibt ja auch noch den neuen Karrierebilder, der uns auch so einen ersten Startschubser ins Spiel bringt. Was denkst du über das ganze Thema? Spielst du auf dem PC und was ist deine Meinung dazu? Sagst du, du spielst eh nur ein bisschen PvP oder du spielst eh nur RP und deswegen sind dir jetzt die HSW-Upgrades nicht so wichtig? Oder sagst du, ey, ich will das alles haben, ich find's unfair, ich fühle mich benachteiligt? Schreib's auf jeden Fall in die Kommentare und schick das Video einem Kumpel von dir, der auf dem PC spielt. Und an der Stelle bin ich jetzt auch wirklich mal raus. Ich wünsche euch noch einen schönen und vor allem einen angenehmen Tag. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.